Ermittle alle Faktoren von 120. Wir wollen hier also alle Faktoren von 120 finden. Anders gesagt, wir wollen alle ganze Zahlen finden, durch welche 120 teilbar ist. Nun, die erste Zahl ist ganz klar. Jede Zahl ist durch sich selber teilbar. Das heißt, 120 ist 1 mal 120. Jede Zahl ist durch sich selber genau einmal teilbar. Das heißt, 120 durch 1 ist wiederum 120. Machen wir hier drüben eine Liste aller Faktoren, die wir finden, damit wir etwas den Überblick behalten können. Faktoren. Ja. Der erste Faktor, den wir gefunden haben, war 1. Und dann natürlich auch 120 auf der anderen Seite, am anderen Ende der Liste. 120. 120 ist gleichzeitig auch der größte Faktor. Wollen wir nun schauen, ob wir andere Faktoren finden? Gut, der nächste wäre sicher mal die 2. Wollen wir schauen, ob 120 durch 2 teilbar ist? 2 mal wie viel gibt 120? Um zu überprüfen, ob eine Zahl durch 2 teilbar ist, schauen wir uns die Einerstelle an. Ist die Einerstelle gerade? Ist sie 0, 2, 4, 6 oder 8? Dann ist die Zahl durch 2 teilbar. Hier sehen wir, 120 hat eine 0 an der Einerstelle, das heißt, 120 ist durch 2 teilbar. Du kannst es auch ganz einfach ausrechnen. 12 ist 2 mal 6. Das heißt, 120 ist 2 mal 60. Du könntest es auch ganz kurz schnell schriftlich ausrechnen. 120 durch 2 gibt wie viel? Wir schauen uns an. 2 mal passt wie oft in die 12 hinein? 6 mal. 6 mal 2 gibt 12. Wir ziehen diese 12 ab. Wir haben hier eine 0. Nehmen die 0 runter. Wenn wir hier eine 0 haben, können wir die 0 einfach hier hinschreiben. 60. Machen wir das rückgängig, damit wir den Platz später weiter verwenden können. Und schreiben wir hier oben hin. Wir haben zwei neue Faktoren. Einmal die 2. Und hier drüben haben wir die 60. Gut, schauen wir uns die nächste Zahl an. Die 3. Ist 120 durch 3 teilbar? Um das herauszufinden, vielleicht erinnerst du dich, überprüfen wir, ob die Quersumme durch 3 teilbar ist. Die Quersumme haben wir schnell ausgerechnet. Das ist 1 plus 2 plus 0 gibt eine 3 und ist damit klar durch 3 teilbar. Nun, aber wie oft passt denn diese 3 in die 120 hinein? Respektive wie viel mal 3 gibt 120? Nun, um das auszurechnen, das kannst du im Kopf ausrechnen. 120, dann nimmst du 12. 12 ist in der Dreierreihe 4 mal. 4 mal 3 gibt 12, das heißt 40. Oder wir rechnen es schriftlich aus, damit wir wirklich auch sicher sind. 120 geteilt durch 3. Schauen wir an. Die 3 geht 4 mal in die 12 hinein. 4 mal 3 gibt 12. Wir ziehen die 12 ab. Es gibt eine 0. Wir nehmen die 0 runter. Und diese 0 kommt natürlich wieder hier hin. 40. 3 mal 40 gibt 120. Das machen wir wieder rückgängig, damit wir den Platz später nochmal brauchen können. Und schreiben die 40 hin. Wir haben also zwei weitere Faktoren von 120 herausgefunden, nämlich die 3 und die 40. Wir schreiben die 3 auf die linke Seite und die 40, die schreiben wir hier drüben hin. Müssen wir schauen, dass es gut hinpasst. Schauen wir uns nun die 4 an. 120
geteilt durch 4. Nun, vielleicht magst du dich erinnern an die Teilbarkeitsregel von 4. Hierbei schauen wir uns nur die letzten zwei Ziffern an. 20. Ist 20 teilbar durch 4? Vielleicht kannst du das gleich im Kopf rausrechnen. Klar, 20 durch 4 ist 5. Das geht. Das heißt, wir können hier die 4 einschreiben. 4 ist ein Faktor von 120. Nun, wie oft? 4 mal wie viel gibt 120? Vielleicht kannst du es im Kopf ausrechnen. 12 durch 4 gibt 3. Das heißt, es wäre hier 30. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du das mit einer schriftlichen Rechnung überprüfen. Und wir schreiben hier drüben die 30 hin. So haben wir zwei weitere Faktoren gefunden. Nun fahren wir gleich mit der 5 fort. 120, ist 120 durch 5 teilbar? Vielleicht magst du dich erinnern, hierzu schauen wir uns die letzte Ziffer an. 120 endet auf eine 0. Wenn eine Zahl auf eine 0 oder eine 5 endet, ist sie durch 5 teilbar. Das heißt, 5 ist sicher ein Faktor von 120. Ich schreibe diese 5 schon mal hier hin. Nur wie viel, wie oft mal 5 gibt 120? Für das machen wir eine kurze schriftliche Rechnung. 120 geteilt durch 5 gibt wie viel? Wie viel mal 5 passt in 12? Zweimal. 2 mal 5 gibt 10. Schreibe ich hier unten hin. Ziehe ich das ab, gibt es eine 2, die übrig bleibt. Ich nehme die 0 hinunter. 20 geteilt durch 5 gibt 4. 4 mal 5 gibt 20. Bleibt nichts übrig. Wir sind fertig. 24 ist ein weiterer Faktor von 120 und wir schreiben ihn hier drüben hin. Bevor wir mit der 6 weiterfahren, lösche ich noch schnell das hier unten, damit ich dann Platz habe, wenn ich weitere Rechnungen machen muss. Die 6, 120, ist 120 durch 6 teilbar? Du magst dich erinnern, die Teilbarkeit durch 6, die überprüfen wir, indem wir schauen, ob eine Zahl durch 2 oder durch 3 teilbar ist. Wir haben schon gesehen, 120 ist durch 2 und 3 teilbar. Das heißt, 120 ist ganz klar durch 6 teilbar. Nun, wie oft mal 6 gibt es 120? Das ist relativ einfach. 12 ist 2 mal 6. Das heißt, wir haben eine 2. Und dann haben wir noch diese 0 hier, gibt 20. 6 mal 20 gibt 120. Wir haben zwei weitere Faktoren von 120 herausgefunden, nämlich die 6, die schreiben wir hier drüben hin, und die 20, die kommt dann hier hin. Genau so ist das. Schauen wir uns nun die 7 an. Die 7 ist eine etwas spezielle Zahl. Wir kennen ja keine Teilbarkeitsregel zur 7. Also überprüfen wir das direkt mit einer schriftlichen Rechnung. 120 geteilt durch 7 gibt wie viel? 7 passt wie oft in die 12 hinein? Genau einmal. Schreiben die 7 hier hin. 12 minus 7 gibt 5. Wir nehmen die 0 runter. 50. Nun 7 mal 7 gibt 49. Das heißt, wir zählen die 49 hier ab und schreiben die 7 hier oben hin. 50 minus 49 gibt 1. Das heißt, wir haben 1 Rest. Das heißt, 7 ist kein Faktor von 120. Und wir machen das wieder rückgängig, damit wir dann Platz haben für die nächste Zahl. Die nächste Zahl ist die 8. Schauen wir uns in dem Fall jetzt die 8 an. Wir machen genau gleich weiter. Wir rechnen schriftlich. 120 geteilt durch 8 gibt wie viel? Wie oft geht die 8 in die 12 hinein? Das ist einmal. Wir schreiben die 8 hier hin, ziehen sie ab von 12. Das gibt eine 4 und die 0 nehmen wir runter. Gibt 40. 40 durch 8 gibt 5. 5 mal 8 gibt 40. Wir zählen die 40 hier ab
Und wir sehen schon, wir haben keinen Rest. Das heißt, 120 kann durch 8 geteilt werden, gibt 15 mal. 8 ist ein Faktor von 120. Wir machen das hier rückgängig, damit wir wieder Platz haben. Und schreiben hier hin. 120 gibt 8 mal 15. Wir schreiben die Faktoren hier oben hin. Wir haben die 8 als Faktor und hier drüben die 15. Jetzt wird es langsam eng. Fahren wir fort mit 9. Du magst dich erinnern, für 9 brauchen wir auch die Quersumme. 1 plus 2 plus 0 gibt 3. 3 ist nicht durch 9 teilbar. Das heißt, 9 ist kein Faktor von 120. Dann schauen wir uns doch die 10 an. 10 ist sicher ganz einfach. 120 endet auf eine 0. Wir wissen, alle Zahlen, die auf eine 0 enden, sind in der 10er-Reihe. Ja klar, 10 mal 12 ist ja 120. Das heißt, 10 und 12 sind zwei weitere Faktoren. Ja, das passt jetzt hier nicht mehr so gut rein. Ich schreibe das einfach unten hin. 10 und 12 sind die weiteren Faktoren. Jetzt bleibt nur noch die 11. Alle Faktoren größer als 11 haben wir eigentlich schon angeschaut. Wir sind ja hier runtergegangen von 120 her. Gut, die 11, wir rechnen das kurz schnell auch wieder schriftlich aus. 120 durch 11, wie viel gibt denn das? 120 durch 11, das passt einmal hinein in die 12. Dann haben wir eine 11 hier, die ziehen wir ab. Das gibt eine 1, 10. 10 ist kleiner als 11, geht also 0 mal hinein. Wir haben einen Rest von 10. Das heißt, 120 durch 11 geht nicht auf ohne Rest und 11 kann kein Faktor von 120 sein. Wir haben nun also alle Faktoren ermittelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 und 120 sind alles Faktoren von 120.